Willkommen zurück, meine hochverehrten Freunde des Untodes, des Nagash, der Vernichtung von allem, was lebt, um es in einen Zustand der ewigen Unveränderung zu bringen. Wir spielen die Nagash-Kampagne Warhammer 2 mit dem Nagash-Mod. Wer brauchte schon die Endtime-Events von Togro Warhammer 3, nicht wahr? Falls ihr mehr von der Nagash-Kampagne sehen wollt, lasst natürlich die Kommentare und die Abos da. Die Vernichtung der Welt steht in Kürze bevor. Ein bisschen würde es noch dauern, aber sobald wir hier die Südlande erobert haben, werden wir, denke ich, relativ zügig die gesamte Welt steamrollen. Also Abo und Kommentar, ihr kennt natürlich das ganze Spiel. Das Leben am Limit oder das Unleben am Limit haben wir gerade ein bisschen abgeschwächt, dadurch, dass Nagash selbst auch in einer Gegend ist, mit dem Gebäude, das seine Einheiten, Unterhaltskosten deutlich reduziert und weil wir noch ein paar Gebäude gebaut haben für Einkommen. Aber sobald wir hier rausgehen, wird es wieder eng. Und wir wollen natürlich raus. Die nächsten Gegner, die vor uns stehen, sind die Dynastie von Rakap, Gruftkönige. Wir sehen außerdem Tlaka, die Echsenmenschen. Oh je, sogar zwei Stegadons, die werden heftig. Als weitere Gegner belagern wir gerade die Zwerge. Irgendwann müssten wir eigentlich anfangen, die auszuhungern. Wie lange dauert denn das denn noch hier? Verbleibende Züge-Situation. Noch 7 Züge müssen wir belagern, bis die Zwerge ausgehungert werden. Die Angriffe auf die Festung können wir nicht schaffen, aber wenn die Zwerge ausbrechen, haben wir eine Möglichkeit, sie zu vernichten. So ist der Plan. Dann haben wir hier Mischnix, General Mischnix, König Mischnix, der Verteidiger, der sich gerade mit Grimgorgs harte Horde angelegt hat. Oh, wir können hier sogar einen Warpstone-Lord bauen, um eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu haben, mehr Warpstone zu generieren. Außerdem Salz und die Möglichkeit, Unterhalt zu reduzieren. Und da Geld momentan echt nicht so wirklich viel vorhanden ist. Oh, die Skaven haben sich überall ausgebreitet. Sollten wir das vielleicht sogar bauen? Nagash muss irgendwann auch hierher kommen. Weil nur mit Nagash Segen können diese Siedlungen anfangen zu wachsen. Warpstein. Brackish Pond. Oder reduziertes. Machen wir das Einkommen. Weil Gold und Geld, also beziehungsweise die Magie, die wir brauchen, um zu überstehen, ist ja gerade echt recht kritisch für uns. Und Nagash muss dann halt irgendwann dahin gehen und seinen Samen verteilen. Was machen wir noch? Neferata geht es an sich gerade ganz gut hier unten im Südosten. Wir brauchen ein paar mehr Einheiten, weil jetzt haben wir wieder halbwegs ordentlich Geld. Und gut, wir haben außerdem das Problem, dass die Grünen heute hier vor unserer Nase rumhängen. Mit einer nicht zu unterschätzenden Armee. Gerade leicht gepanzerte Skeletti-Chans werden da recht schnell schlapp machen. Deswegen brauchen der Verräter ein paar weitere Truppen zur Unterstützung. Immerhin, sie hat schon den ersten Level-Up für die Rüstung ihrer Truppen bekommen. Das ist gut. Wir brauchen noch ein paar Fernkämpfer. Machen wir mal 3 Fernkämpfer und einmal Skelett-Speerträger. Dann kostet zwar wieder ein bisschen was, aber ihr wisst ja, irgendwas ist ja immer. Nagash könnte einen Level-Up-Ertrag kriegen. Dann kriegen wir außerdem nochmal 200 Gold mehr pro Zug. Und er bekommt eine Armeefähigkeit Endless Tomb. Mit 20 Zug Nachladezeit für alle Armeen. Das hört sich sehr gut an. Das will ich haben. Das will ich haben. Deswegen bewegen wir uns jetzt hier so ein kleines bisschen nach links, sodass wir immer noch in Sudenburg bleiben. Aber schon mal die Möglichkeit haben, irgendjemanden anzugreifen. Vor allem hier unten die Gruftkönige. Wobei die Gruftkönige schon echt knackig sind. Allerdings alles relativ schwach auf der Brusteinheiten. Nur Skeletti-Chans. Und die werden große Probleme gegen unsere gepanzerte Nagashizar-Wache haben. Aber es wird nicht unmöglich. Naja, also es wird spannend. Mal sehen, wer uns und ob uns jemand überfällt. Ist eigentlich ein bisschen unscharf. Wir brauchen das Glänzen im Auge. Die Skaven erklären uns den Krieg. Irgendwie mögen uns die Leute langsam. Oh, da kommen die Gruftis. Okay.
Wir können es automatisch machen, verlieren wir 4 Skelettis. Wenn wir es nicht automatisch machen, was? Er hat gar keine Fernkämpfer. Oh wow, er hat gar keine Fernkämpfer in seiner Armee und wir haben Nagash. Und ich kann keine Gelegenheit verstreichen lassen, ohne Nagash selbst in Aktion zu sehen. Deswegen springen wir rein. Außerdem Community Armee Shadow Wolf Riders. Hauen wir auf jeden Fall mit rein in den Kampf. Und die Blacklist Schwarze Garde. Also, los geht's. Los geht's. Oh, sogar eine Engpassschlacht. Gut, ist das sinnvoll? Ist das hilfreich? Geht so. Mann, alle gegnerischen Einheiten am Schilde. Wir haben dreimal Fernkämpfer. Aber habe ich eigentlich schon Area of Effect Zaubersprüche? Ich habe mit Nagash Area of Effect Zaubersprüche. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir unsere Skelettis nämlich nach vorne stellen. Und mit Nagash. Ich hätte wirklich noch mehr Area Effect Zaubersprüche bereits lernen sollen, aber okay. Der Gegner wird ja nicht fliehen. Was mache ich denn da? Komm. Zwei Einheiten. Nach vorne. Eigentlich kann ich fast sogar schon noch ein bisschen nach. Obwohl, nee. Wir wollen schon den Blob irgendwie mittendrin haben. Das ist geschickter. Obwohl, wenn wir nicht uns hier so aufstellen, kriegen wir hier so einen etwas festeren Blob. Und ich kann den Gegner sogar noch in die Flanke fallen. Was gar nicht schlecht ist. Ich glaube, da wird der Blob potenziell noch ein bisschen interessanter. Oder? Nee. Der Gegner schmeißt sich ja normalerweise gnadenlos auf einen. Okay. Verteidigung steht. Fernkämpfer. Na gut, damit die Fernkämpfer besser schießen können. Das ist schon ganz gut, wenn sie noch der Feind noch ein bisschen weiter reinkommen kann. Kann ich nämlich meine Fernkämpfer hier rechts aufstellen? Im Winkel machen wir dann mehr Schaden. Weil die Schilde schützen ja nur im 45-Grad-Winkel nach vorne. Okay. Dann Liegviech. Nicht, dass die hier in der Situation wirklich viel machen würden, aber sie sind da. Nagash ist auch dabei. Und wenn es notwendig wird, schicken wir dann unsere Elite-Truppe rein. Die Nekrassischen Krieger. Gut, die wird Skaar gut zerheizen. Weil sie nicht so sonderlich viel Rüstung haben. Aber Revenants of Morkayn und die Blacklass Nagashi Zargard wird hier eine exzellente Gelegenheit haben, richtig viel Erfahrungspunkte abzusammeln. Abzusahnen. Hundemani auch nix. Ja, okay. Soweit so gut. Na dann. Kommt. Die haben uns angegriffen. Sie wollen uns vernichten. Werden sie es schaffen? Wahrscheinlich nicht. König Hakor. Oh, er hat sogar ein paar Todesgeier. Was machen wir gegen die? Der wird vielleicht sogar unsere Fernkämpfer angreifen. Was hat Nagash so zur Verfügung? Ja, den Nagash-Todesblick. Wir können Skelettis beschwören, wir können Soul Stealer. Oh, was ist das denn? Soul Stealer macht Schaden zu Gegnern und heilt Verbündete. Könnte natürlich sehr, sehr gut sein. Ich bin gespannt. Wir stellen mal Nagash nach vorne, damit er der Erste ist, der angegriffen wird. Nagash Todesblick ist stark gegen einzelne Kämpfer und gut gegen Panzerung. Nur der Rest kommt auch noch. Feindliche Skeletti-Chance. Ihr habt angegriffen, ihr müsst kommen, Leute. Ihr müsst kommen. Und da kommt die Armee. Naja, es wird ein feierlicher Blob. Leider habe ich noch nicht mehr Area Effect Schadensprüche, nur den Abyssal Swarm. Aber besser als nichts. Wäre sogar gut gegen fliegende Einheiten. Naja. Nagash erwartet. Mit seiner schwarzen Pyramide im Hintergrund. Hallo, schwarze Pyramiden schon.
den Ansturm der verräterischen Gruftkönige, die ihn ja damals schon vertrieben haben und vernichten wollten. Da ist der zweite Held. Zahlenmäßig sind die Gegner uns mit doppelter Menge an Einheiten überlegen, aber das sind alles nur wertlose Skelette, deswegen. Es ist ziemlich wurscht. Todesgeil greift Nagash an. Heldenhaft. Heldenhaft. Ein Todesblick. Hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Da kommen sie. Da kommen sie. Und wir warten, bis der Blob schön groß geworden ist. Einmal den Zauberspruch, der uns heilt und den Gegner schadet. Mal sehen, wie viel Damage das raushaut. Hält sich erstmal in Grenzen. Aber wir haben ja noch den Abyssal Swarm, der hier ziemlich effektiv aussieht. Aha, oh ja. Oh, das sind doch Kills, die auch mein eigenes kaputt. Ups, mein eigenes Skeletti Chance! Okay, zum Glück hat es nicht ganz so viel Schaden gemacht, wie ich befürchtet habe, aber gut genug. Jetzt können wir noch Gruftmühle und... Oh, wir können auch anfangen, endlich mal auf die Gegner zu feuern. Oh, Shabti wurden beschworen. Außerdem Nagash Todesblick. Zombies greift von hinten an. Boom! Nagash mittlerweile bei 275 Kills. Sehr in Ordnung. Wir haben nochmal einen Abyssal Swarm. Der letzte war ja auch schon ganz gut. Hauen wir nochmal einen raus. Na, da kann ich nicht rauscasten. Muss ein bisschen weiter entfernt von ihm machen. Wie wär's mit so? Nagash hat 300 Kills. Ja. Ja. 400. Ist auch ein bisschen durch meine eigenen Truppen gelaufen, aber mit 470 Kills will ich mich jetzt nicht übermäßig beschweren. Das ist schon in Ordnung. Aber ich befürchte, es hätte vielleicht, wäre es besser gewesen. Oh, ja, unser Gegner zerfällt. Unser Gegner zerfällt. Schießen wir hier hinten noch auf die paar Fernkämpfer des Gegners drauf. Nochmal ein Nagash-Todesblick. Und raus damit. auf 497, 10 Kills. Ja, nett. Skelettspeerträger einmal angreifen. Damit die noch ein bisschen schneller zerfallen. Es gibt ein bisschen Slowdowns. Aber ansonsten ist alles noch gut. Aber ich glaube, das sieht ziemlich gut aus für uns. Wir können uns heilen und dem Gegner nochmal Schaden machen. Schadenswert 4400, 4000. Ja, wir heilen uns. Okay, so viel heilen tut es uns nicht. Aber ein bisschen. Das ist nicht der beste Zauberspruch. Jedenfalls nicht in der Ausbaustufe, in der wir da momentan drin sind. Puh. Blacklist Blackguards. 190 Kills, aber
schon ziemlich viel Damage genommen. Hier werden wir mit ein paar Angriffen in den Rücken des Gegners den Rest vernichten, den er dann noch hat. Die restliche Führerschaft brechen. Ja. Nagash ist gut, aber er ist doch nicht so gut. Noch nicht jedenfalls. Ich habe das Gefühl, ich habe ein paar Regimenter verloren. Oh, das ist der König Hartmas, der die Unverschämtheit besessen hat, uns anzugreifen. So, die Shadow Wolf Riders sind. Oh, sie haben ihn gebracht. Ich glaube, die dunklen Ritter wären gar nicht so schlecht gewesen als Einheit. Wo geht er hin? Kinshi General hat keinen Bock mehr. Na gut. Und damit ist es Game! Oh nein, wir haben zweimal Skelettspeerträger verloren. Tragisch. Tragisch, aber Nagash mit 600 Kills war gut dabei. Und auch unsere anderen Elite-Truppen sehr, sehr schön. Ich hätte vielleicht unsere neokarassischen Krieger vorher in den Kampf schicken sollen. Und oh, ich habe meine Knochenriesen leider vergessen. Die wären bestimmt auch noch gut gewesen. Bone Giants heißen die, glaube ich. Oder der Bone Giant ist nochmal ein anderer Highlight. Egal. Sandcrawlers heißen die. Geld, Geld, Geld. Unsere vernichteten Einheiten kommen nicht zurück. Wir können allerdings mit Dominate Captives fast unsere gesamte Armee wiederherstellen. Und das war die LT-Book. Oh, 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 oh. Jetzt wird es aber schon ein bisschen enger. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig Bock darauf, das von Hand zu machen. Wir verlieren zwar zweimal Skeletti Chance, aber das ist okay. Den machen wir automatisch. Die Schlacht jetzt war ja schon ausreichend interessant, meiner Meinung nach. Wir geben die Gefangenen zurück, was auch immer das bedeutet, denn wir brauchen ja momentan das Geld. Oh, die Lichtung des Verderbens wird erneut angegriffen von den Vampirfürsten. Das können wir nicht überleben. Und jetzt wird es dann doch ein kleines bisschen enger. Lichtung des Verderbens in der Hand des Gegners. Knoten ist vernichtet, Siedlung verloren. Menge Sachen sind passiert. Okay, Nagash hat sein nächstes Level ab. Wir brauchen unbedingt mal die Area of Effect Schadenssprüche. Sulekim, die Hand des Todes, Geschosszauber. Ich habe keine besseren Area of Effect Schadenssprüche. Es sei denn vielleicht mit einem Buch des Nagash. Ja, Banishment, da kriegen wir eins rein. Oder Sackmans Incantation of the Skullstorm. Nine Books of Nagash. So viel geiles Zeug. Naja. Ja, machen wir erstmal unsere Armee nochmal ein bisschen besser. Das lohnt sich selbst bei Nagash. Selbst bei Nagash ist es schön. Das war die El-Tubuk, hat eigentlich so gut wie nichts mehr, um sich uns entgegenzusetzen. Deswegen springen wir da einmal kurz drauf, um sie zu vernichten. Ich glaube, wir müssten. Das müsste gerade reichen, oder? Es reicht gerade nicht. Ja, es reicht gerade nicht. Sauerei. Aber unser Einkommen ist weiterhin positiv. Bauen können wir gerade nichts, aber egal. So, die Seite ist recht sicher erstmal. Was machen die anderen Seiten? Neferata ist unangenehm. Lybaras wird einem Angriff dieser Vampirfürsten nicht standhalten. Er hat zu viele Verfluchte. Aber ansonsten sieht unsere Armee ja schon ganz okay aus. Ich denke mal nochmal ein paar. 6 Stück Skelett-Bogenschützen ist gut. Und einmal Skelett-Speerträger. Damit müssen wir dann ganz gut klarkommen. Falsch geklickt. Fast auf den Zug beenden geklickt. Was haben wir hier? Hier haben wir ein paar aufständische Gits. Ich frage mich, warum die hierher kommen. Die Bitterspitze dürfte ja mit dem Kram eigentlich nicht erobern können.
Ich würde ihn gerne kaputt machen. Reicht das oder läuft er weg von mir? Er läuft weg von mir. Kommen wir an ihn hin oder ist er gerade außerhalb der Reichweite? Er ist nicht außerhalb der Reichweite. Machen wir kaputt, wir machen es so. Nochmal Forschungsrate plus 10%. Das haben wir jetzt mehrmals erhalten. Ist jetzt nicht unbedingt das, was wir so richtig gut gebrauchen können. Krone der Herrschaft bringt uns auch nichts. Aber, Streitwagen würde uns was bringen, aber wir warten natürlich auf die kämische Kriegssphinx. Das ist deutlich besser. So, seine Skelette sind aufgelevelt. Die Undying Horde machen wir auch noch ein bisschen weiter hoch. König Mischnix, der König von allem, was wir hier sehen. Wo gehen wir als nächstes hin? König Mischnix? Was ist dein Ziel? Kratommen. Zwerge mögen uns zwar nicht, aber sie greifen uns noch nicht an. Könnten vielleicht hier einmal in den Osten gehen und die Hochelfen vernichten. Ich glaube, das würde sich ganz gut anbieten. Die Skaven sind hier erstmal beschäftigt. Aufständische Gitz der Halbmonde. Naja, kann sein, dass wir da einen üblen Gegenangriff reinbekommen. Oder wir befrieden erstmal. Befrieden in Anführungszeichen. Also, doch, das ist tatsächlich so. Ist der Pax Nagash. Ich glaube, wir befrieden erstmal die Berge. Und dann gehen wir in den Osten. Die Zwerge haben immer noch keinen Bock, was zu machen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir den nächsten Zug. Mehr gibt es ja gerade nicht. Stimmt, wir profitieren ja gerade, was Einkommen angeht, davon, dass ich ja das eine Ritual gerade aktiviert habe. Es ist 10 Züge gültig und hilft uns. Nächster Krieg. Die Völker der Lebenden beginnen sich langsam gegen uns aufzubegehren. Aber Nagash ist natürlich nichts anderes gewöhnt. Gruftkönige kriegen wir hier jetzt gut kaputt. Springen wir direkt drauf. Machen wir. Ach, verlieren wir unsere Fledermäuse. Ach komm, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Wir können die ja nochmal neu bauen. Plus 10% Bewegungsreichweite. Und perfekte Vitalität. Auch sehr schön. Und Nagash kriegt dann direkt ein Level-Update für. Oh, Supreme Lord of Undead. Plus 10% physische Resistenz. Dann hätte er insgesamt 30% physische Resistenz. Oh, ich glaube, wir können ihn fast unverwundbar machen. Aber zuerst Skeletti-Chance. Verbessern. Wir könnten ihn auch verbessern für endlich die Fähigkeit Endless Tomb. Die will ich unbedingt haben. Oh, das sieht sogar aus wie eine Pyramide, das Nagash. Sehe ich gerade erst zuerst. What is this? Do not move me. Only Mighty Nagash can hover. OWO. Sehr schön. Neue Truppen können wir. Wir können keine Vampir-Fledermäuse. Leider. Haben. Aber egal. Zweimal Skelett-Bogenschützen und. Zweimal Skelett-Speerträger. Das ist erstmal gut. War die alte Burg. Hier können wir vielleicht auch was bauen, um unsere Fraktionskosten zu reduzieren. Nein. Aber den sie vor. Gut, wie sieht es jetzt mit Neferata aus? Die kann, glaube ich, erstmal auch nichts machen. Die muss noch mal ein bisschen warten für die Regeneration. Auch wenn die. Oh, die Vampirfürste greifen Lybara an. Ja, das ist. Oh. So viel gepanzerte Truppen, die kriegen wir wahrscheinlich nicht kaputt. Neferata muss erstmal ein bisschen relaxen. Relaxen wir besser außerhalb. Hier brauchen wir noch 3 Züge, bis wir fertig sind. Und wenn wir so machen, brauchen wir auch noch 3 Züge, bis wir fertig sind. Aber es bedeutet immerhin, dass wir uns bewegen können. Und mal Richtung Goldener Turm gehen, um den zu erobern, um unseren Gegner den Weg abzuschneiden. Denn ich denke, Lamia wird er nicht überrennen können. Das können wir sogar weiter aufleveln. Nochmal 100 Einkommen mehr. Kleinvieh macht auch Mist.
Irgendwann wird Kleinvieh zu großem Vieh. Okay, König Mischnix kann auch wieder. Wir haben hier ein paar aufständische Gits. Die prinzipiell überall hingehen können. Den gehört Karak 8 Gipfel. Nagash gewinnt die Schlacht um Karak 8 Gipfel. Und mit Nagash meine ich König Mischnix. Finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht fangen wir ihn sogar ab. Oh. Oh je, auf einmal wieder minus 1000, weil wir aus dem Gebiet rausgekommen sind von der Bitterspitze. Oder? Ne, Moment. Doch, von Karak Azul. Was unsere dafür sorgt, dass wir nicht so viel Geld verlieren. Ja, okay, vielleicht gehen wir doch hier wieder ein paar Schritte zurück. Haha, minus 100. Gefällt mir dann doch etwas besser. Was als nächstes? Alarm, ja, das können wir uns noch nicht leisten. Wir warten noch ein kleines bisschen. Nagash muss seine Macht langsam aufbauen, aber dann wird er unaufhaltsam sein. Ja, da kommt der nächste Angriff. Und wir sind leider nicht in der Lage, oder? Na, dem Widerstand zu leisten, der ist zu stark. Er hat sogar einen Wargulf. Mehrere heilende Vampire. Können wir den Wargulf besiegen? Vielleicht. Vielleicht. Probieren wir es mal aus. Wenn wir den Wargulf oder ein anderes Regiment ganz ausschalten können, wäre das schon sehr, sehr, sehr sinnvoll und sehr gut. Gruftgude zu vernichten wäre cool. Gruftwächter kriegen wir wahrscheinlich nicht kaputt. So, dürfen stehen und die Linie halten. Und dann der Gegenangriff mit den Cairnwraiths. Haben wir unsere Skelettbogenschützen, die hier von der Oh, da gegen was Fliegendes? Tatsächlich. Fliegender Vampirfürst, mit etwas Glück wird er auf uns drauf fliegen wollen. Mal sehen. General Anamles, der Skelettkrieger. Da kommen die Hunde. Oh, was für eine Sauerei. Aber immerhin kriegen wir so die Hunde kaputt. Und vielleicht auch seinen Wargulf. Deswegen stellen wir uns genau so auf. Ja, die Kavallerie kommt direkt hinterher. Die Kavallerie kommt direkt hinterher. Naja, ein paar Salben reichen vielleicht. Das ist schon ziemlich krass. Oh je, zaubern tut er auch noch. Oh je. Und seine kleinen Mikrobewegungen reichen anscheinend auch aus, um rauszukommen aus unserem Angriff. Und die Verfluchten greifen an. Aha. Hälfte Lebensenergie haben wir. Immer die Todeswölfe kriegen wir kaputt, so wie es aussieht, oder? Bewegt euch mal ein bisschen weg. Bisschen Lebensenergie hat er noch. Aber nicht mehr viel. Komm schon. Ein, zwei Salben. Für den Wargulf. Auf den Wargulf. Todeswölfe sind auch wieder zurück.
170 Lebenspunkte, unser General ist tot. Bone Golems lauft. Er zerfällt. Und regeneriert sich aber simultan. Die Linie muss noch für ein paar Salven halten. Noch 900 Lebenspunkte. Kommt schon! 46 Lebenspunkte. 430. Zwei Salben oder so müssen reichen. Drei Salben vielleicht? Oh nein, da kommt der Gegner. Er hat noch 17 Lebenspunkte. Ah, oh, er ist tot. Immerhin. Immerhin. Wenn er jetzt nicht zurückkommt nach dem Kampf, bin ich schon ganz glücklich. Also ja, selbst aus einer Niederlage kann man immerhin einen kleinen Sieg machen, wenn sie nicht zurückkommen. Einmal Todeswölfe und einmal Vargul vernichtet. Das wäre bei einer automatischen Schlacht bestimmt nicht passiert. Rückkehr des Silberheers. Zwar wenige Kills, aber die, die wir gemacht haben, waren wertvoll. Und sie kommen zurück. Das war doch für nichts. Nun gut. Am nächsten Mal geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht Kommentare, Daumen hoch, Abo, Glocke und was weiß ich, was YouTube alles liebt. Und dann werden wir mal sehen, was diese Grünhäute Morgulums Rückenbrecher so von uns wollen. Und ob wir sie vernichten können.